Ja, hallo, schön, dass ihr Sie hier sind. Mein Name ist Dirk Budinski, ich bin Professor für Material Science an der TH Köln und begeistere mich für didaktische Herausforderungen. In diesem Sommer haben wir uns im Studiengang Angewandte Chemie mit Laborpraktika im Online-Semester befasst und uns gefragt, geht das? Und wenn nicht, wie doch? Ein Ergebnis ist der Corona-Laborflip. Worum geht es ganz konkret und was ist ein Flipped Lab? Dies werde ich in der ersten Hälfte des Beitrags beantworten. Die Antwort auf die Frage, geht das auch virtuell, wird, Sie ahnen es schon, wohl nicht nein sein. Die Frage, was bleibt, kann ich leider noch nicht abschließend beantworten. Ich teile hier aber gerne unsere aktuellen Perspektiven. Laborpraktische Kompetenzen sind essentiell in jedem naturwissenschaftlichen Studium. Damit Studierende sicher mit Geräten und Chemikalien umgehen, gemeinsam an fachtypischen Aufgaben arbeiten und spezifische laborpraktische Kompetenzen entwickeln können. Konkret erwarten wir, dass die Studierenden nach Abschluss dieses Praktikumsmoduls anorganische Verbindungen synthetisieren sowie Zusammensetzungen und den Gehalt anorganischer Substanzproben qualitativ und quantitativ bestimmen können. Dies umfasst anspruchsvolle, da vielfältige und komplexe Entscheidungs- und Handlungskompetenzen. Solche Kompetenzen können umso effektiver und nachhaltiger entwickelt werden, desto besser die eigentliche Laborsituation vorbereitet wird. Denn Laborzeit ist teuer und daher knapp. Unser Weg, die Studierenden bestmöglich in einen proaktiven Lernmodus zu bringen, ist eine Adaption des Flipped Classroom, übertragen auf die Praktikumssituation. Nun auch unter dem Begriff Flipped Lab bekannt. Was nicht meint, dass das Labor wörtlich auf den Kopf gestellt wird. Vielmehr ändern sich die Schwerpunktsetzung. Klassisch flankieren eine Vor- und Nachbereitungsphase die Laborzeit. Dabei liegt der studentische Fokus meist auf der Nachbereitung. Denn die hier erstellten Protokolle sind entscheidend für die Leistungsbewertung. Dies geht oft zulasten der Vorbereitungsphase. Im Flipped Lab ist die Laborarbeit nach hinten verschoben. Es entsteht Raum für eine intensivere Vorbereitung. So können Studierende die Aufgaben der Nachbereitung effektiver und zeitlich gestraffter direkt im Labor erledigen. Hier werden sie durch die Betreuerin direkt unterstützt. Wichtig ist, dass die Vorbereitungsmaterialien vielfältig, möglichst multimedial gestaltet sind. Klassisch wird sich die Versuchsvorbereitung also oft durch andere Aufgaben erschweren. Studierende nutzen die Vorbereitungszeit lieber, um Protokolle zu anderen Versuchen fertigzustellen oder zu korrigieren. Im Flipped Lab wird die Nachbereitung in der Praxisphase abgeschlossen und die Studierenden können sich ganz auf die nächste Aufgabe konzentrieren. In der Vorbereitungsphase erledigen die Studierenden eine Abfolge von Aufgaben. Sie bearbeiten die Versuchsanleitung und Multimedia-Inhalte, insbesondere Videos, erstellen eine Betriebsanweisung und absolvieren einen elektronischen Test. Erst nachdem sie eine Betriebsanweisung und abschließend noch das Laborjournal vorbereitet haben, erfolgt die Zulassung zum Labor. Mit Corona durften plötzlich keine, später nur wenige Studierende ins Labor. Dort gilt das Abstandsgebot. Laborplatz und Zeit werden noch wertvoller. Nun geht es darum, Alternativen zu entwickeln und dabei Laborarbeit realitätsnah virtuell nachzubilden, die verbleibende Laborzeit bestmöglich vorzubereiten und sie so möglichst effektiv zu nutzen. Hier hilft das Flipped Lab. Wöchentlich bereiten die Studierenden einen Versuch vor. Ist nach E-Test und Betriebsanweisung ein Kolloquium erforderlich, findet dieses online statt. Erst zur Laborzeit erhalten die Studierenden zu Hause die Laborvideos ergänzende virtuelle Versuchsdurchführung und individuelle Beobachtungen und Ergebnisse, die sie direkt auswerten und elektronisch protokollieren. Alle eingesetzten Videos sind auf unserem YouTube-Kanal Praktikum Anorganische Chemie öffentlich zugänglich und werden vielfach auch über die TH Köln hinaus genutzt. Die eigentlichen Laborvideos werden ergänzt durch verschiedenste Erklärvideos zu Grundlagen und Anwendungen, die für das Praktikum mit unserem LMS verlinkt sind. Das Praktikum umfasst eine Einführungsveranstaltung und 9 Versuche in 3 Phasen mit steigenden Anforderungen. Von diesen 10 Veranstaltungen haben wir im Sommersemester 2020 6 online durchgeführt. Für die reale Laborzeit wurden 4 Versuche so ausgewählt, dass die Studierenden alle relevanten Labortätigkeiten wenigstens einmal durchführten. Die Studierenden waren für das Angebot sehr dankbar. Nach Praktikumsabschluss
gaben sie bezogen auf die Learning Outcomes weitgehend an, Verbindungen synthetisieren sowie Proben qualitativ und quantitativ analysieren zu können. Das deckt sich mit unseren Einschätzungen, denn die teilnehmenden Studierenden hatten alle das Praktikum bestanden. Was bleibt? Fast alles ist besser als keine Praktikumserfahrung. Wichtig sind eine geeignete Schwerpunktsetzung, eine klare Strukturierung sowie zeitnahes und individuelles Feedback. Mit dem Flipped Lab sind eine virtuelle Durchführung und Teilpräsenzmodelle auch kurzfristig möglich. Denn dank intensiver Vorbereitung kann die wertvolle Laborzeit im Corona-Laborflip effektiv genutzt werden. Vielen Dank fürs Zuhören.